Hallo und herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator. Wieder mit Moritz. Hallo. Und Matthias ist auch da, spielt aber nicht mit gerade. Hallo. Genau, und Moritz. Wir sind professionell. Wir sind Dö, deswegen. dö, hoppla. Dö, 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 dö. Okay, wo waren wir stehen Familie. geblieben? Egal, keine Ahnung. Irgendwo letztes Jahr, schon ein bisschen her. Ich hab hier, ja. Es war letztes Jahr. Ich hatte ein bisschen Langeweile und ich hoffe, du verzeihst es mir, wenn ich da hinten dieses Feld gegrubbert habe. Was anderes ist groß nicht passiert. Auf dem Feld ist angesät, Keine Ahnung, ich stehe hinterm Silo. wo ich bin. Hier steht Gerste. Und da steht es dran, muss gewalzt werden. Ich hab noch nicht. Ich weiß nicht. Normalerweise macht man das in echt tatsächlich nach dem Säen, damit quasi das Saatgut so ein bisschen an den Boden rangepresst wird und dann, damit es nicht irgendwie leichter wegkommt. Keine Ahnung, ob das hier auch so ist. Hier drüben steht auch, muss gewalzt werden, aber hier keimt ja auch schon der Raps. Also da steht. Benötigt Kalk, ja, das haben wir nicht gemacht. Muss gewalzt werden und muss gepflügt werden. Und wir haben Unkraut. Also wir haben hier eine Menge zu tun. Ja. Ich habe auch mal Kannst du bitte. ganz Hier war Überholverbot, ja? ja, sorry. Das ist nicht schlimm. Wir brauchen so rum. Wir brauchen eine Walze. Ich habe noch nie gewalzt. Okay. Im Shop gibt es hier eine. Ja. Ich habe schon wieder alles vergessen bei dem Spiel, ne? P wie Pendler. Wie Pendler. Ja, was soll ich kaufen? Eine Walze. Wo Du finde ich kaufst die? eine Walze, ich kaufe uns einen Striegel. Wo finde ich eine Walze? Unter dem Anhänger. Der Anhänger ist ja Geräte. Links. Ja. Das Icon. Und, naja, Walze heißt Walze. Ja, gut, okay. Ist ja zum Glück alphabetisch sortiert. Nicht. Jetzt schreiben die Zuschauer in die Kommentare. Ey, Tobi, bei 3 Minuten 2 hast du die Walze gesehen. Da bist du nur vorbeigescrollt. Rechts außen, so ein blaues Ding. Ich hab sie gefunden. Wundervoll. Wir brauchen Was ist, aber nicht Matthias? die teure. Wir können die günstige Ja, nehmen, ne? ich habe gerade was bestellt und mir ist erst nach auf jetzt kaufen klicken eingefallen, dass die Adresse nicht stimmt. Jetzt muss ich das noch im Nachhinein ändern. Ah ja, okay. Aber wir können die günstige von beiden nehmen, oder? Ja, bloß. Wir haben nicht mehr Geld für die teurere. Ah ja, okay. Dann Haben gehe wir ich da auf. Missmanagement betrieben? Nee. Dann Wir kaufe haben ich die einfach viel zu viele Ausgaben. ohne irgendwas Zusätzliches. No care. Aber da was Zusätzliches. Achso, nur die Reifen. Die Reifen? Das ist egal. Okay. Vollkommen egal. Ja, gut. Kaufen. Kaufen? Ja, kaufen, oder? Kaufen. Du hast momentan keine Erlaubnis. Ey, du hast. Oh, ah, und warte. Wofür, das hast du eigentlich richtig gemacht? Ja. Ha, jetzt durfte ich, danke. Ah, wunderbar. So, So, jetzt beim müsste Händler dann. steht er. Das heißt, ich muss jetzt aber mit Ja. dem Trecker dahin, ne? Richtig. Ich hole ja schon den Striegel ab. Welchen Trecker brauche ich, wa? Ist egal. Ist das ein Anhänger? Ja, das wird hinten dran gemacht. Es Also wird nicht alles vorne. hinten dran gemacht. Nee, manche Sachen werden auch vorne. Außer so ein Mähwerk vielleicht. Und sonst halt Stapelgabel auch nicht. Ja, aber das ist ja ein Frontladerwerkzeug.
Ich habe übrigens... Der Shop ist immer der gleiche, oder? Fahr ich jetzt ja, genau. Und da hinten. Wo wir das letzte Mal auch schon waren. Ich habe übrigens aus ziemlicher Neugierde unseren roten Trecker eingetauscht. Was? Oh, ich bin neugierig. Ich tausche mal den Trecker ein. Ja, der hier war im Angebot. Und pass auf, Tobi, der hat eine Rückfahreinrichtung. Da kann sich der Sitz drehen. Dankeschön. Ja, habe ich gesehen. Und dann kannst du mit dem vorwärts fahren, aber er fährt eigentlich rückwärts. Muss mich jetzt nicht hochheben mit der Stapelgabel. Ich entfliehe dir. Ich sage dir jetzt aber mal nicht, dass der Trecker nur 40 fahren kann und du 50. Ja, ich feier gerade was abholen. Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Nee, ich habe gerade 46 aber geschafft. Der Valtra hier ist ein cooler Traktor. Der Traktor, der kann fahren. Fahren kann er gut. Achso. So. Ich fahre jetzt mit diesem roten Gerät, die ich hier habe, über das Feld. Erstmal die Walze durch die Gegend schieben. Gut, dass hier keine. Und weißt du was? Ja? Keine Werkstatt gibt. Ja, ja. Und weißt du, was das kann, was ich hier habe? Es reißt quasi alles Unkraut, also so Jungunkraut, einfach raus. Irgendwie steht der Tisch direkt vor deinem Bett. Und dann bleibt unser Feld unkrautfrei. Ja, und wir haben leider. Mit welcher Taste blinke ich eigentlich? Numpad 1 und 3. Ah ja, hab ich. Numpad 1. Alles klar. Das Zimmer auch sehr hübsch. Ich fahre im Gegenverkehr, das ist schlecht. Würde man eigentlich gar nicht so erwarten. Nein, nicht so gut. Dam, dam, dam. Ich bin unterwegs. Und geh auf den Keks. Ja. Hallo, hier ist Speed Limit 35. Homie in seinem Element. Absolut. Oh, wenn ich T drücke, öffne ich den Chat. Das ist natürlich schlecht. Ja, das würde ich nicht machen. Ja, vor allem, weil das Auto dann stehen bleibt. Du hast Menschen zweigeteilt. Da ist jetzt nicht mit Weg. Da ist nicht hin. Dementsprechend, nun, es stört dich nicht. Ich meine, das Bett ist ja nicht versaut, weil das jemand anderes war. So. Kannst ja mal probieren, ob du jetzt dieses Feld walzen kannst, ohne dass uns irgendwie, keine Ahnung, dass es uns das Gesäte wieder kaputt macht. Soll ich das einfach machen? Ja, probier das mal. Das ist jetzt ein Experiment. Irgendwie musst du die Walze noch aufklappen. Ja, ja. Geiles Teil. So, und jetzt gucken wir einfach mal. Warte mal. Ich muss jetzt mal kontrollieren. Na, ich wollte doch einfach nur in Escape gucken. Ja, das ist ein Wachstum. Fahr mal weiter. Oh. Das erste, was passiert ist, wir hören ein lautes Schreien. Das passt. Bleibt. Wasser ist auf dem Boden. Das Grünzeug ist über Boden verteilt. Wieso muss das denn jetzt auf einmal gewalzt werden? Ich weiß nicht. Also, wie gesagt, in echt macht man das halt so, dass man die Saat quasi durch die Spalzen sozusagen andrückt. Dass die nicht irgendwie durch Regen leicht weggeschwemmt wird oder sowas.
Ja. Also ich habe keine Ahnung. Zuschauer, er hört raus, Moritz ist da Profi. Ja, ich habe mich ja auch lang genug beschäftigt. Und ja, also das Land Dorf. Wird ja auch ganz sinnvoll. Dann steht da unten noch mit drin, dass man dort den Vorstein und Salerna hier zu bekehren will. Und es steht drin, dass in dem nächsten Teil jemand anderes eintreffen soll. Ein etwas mehr erfahrener Abenteurer, der euch in eurer nächsten Das Coole ist, was? Man sieht überhaupt nicht, nur sehr schwer, wo gewalzt ist und wo Ach so. Er muss so ein bisschen über die Textur gehen. Ich hätte einfach längs zu der Feldrichtung fahren sollen, dann würde ich sofort sehen. Ja, aber so musst du weniger wenden. Ich walze einfach dein Feld mit, ist okay, oder? Ja. Eigentlich soll das passen. Du machst ja auch nichts kaputt. Wobei ich würde halt echt bei so, sagen wir mal, aus realistischen Gründen würde ich jetzt nicht schon über ja so kleine Triebe walzen, die schon auf dem Feld da sind. Würde ich mal lassen. Du meinst, ich versuche dieses. Du willst mir jetzt aber nicht sagen, dass ich dieses Koloss hier jetzt auch noch vernünftig steuern sollte, dass das nichts kaputt macht. Na, das passt schon. Jetzt fährst du hier noch einmal eine letzte Spur. Ich muss halt ein bisschen zurücksetzen oder so. Komm einfach nur nicht um die Veranda rum. Euch wurde erklärt, ja, du kommst da schon rum, aber du ziehst dir das Ding halt in deine Heckhydraulik rein, wenn du so einen engen Wendekreis fährst. Das war nicht das Problem. Das hat vorher auch schon gepasst. Naja. Oh, ich kann übrigens mal was anschauen. Naja, das ist hier ein Spiel und nicht die Realität. Ja, aber es ist immer noch ein Simulator. Das ist, nee. Schweiß. Eine kleine verbesserte Ausrüstung. Also, das ist schon, aber mit keinem Bildheit, die ein Abenteurer starten wollte. So. Wird halt noch in sehr egal. Was anderes ansehen? Wie? Oh Gott. Was können wir denn ansehen? Kartoffeln. Nee, das würde ich mal lieber nicht machen. Wir können Raps ansehen. Dann macht man da hinterher Öl raus. Oder EC. War das? Dieser Lag hier hat mich dazu geführt. Ja, es hat gerade ganz kurz gelaggt und deswegen bin ich irgendwie in unseren Mähdrescher gefahren. Ach, Tobi. Das passt schon. Okay, was passt nur? Nur ist das Feld nicht mehr. Was ist hier jetzt los? Genau. Also, wir können. Passt jetzt irgendwie. Hier sind zwar noch diese komischen Steine und so, aber. Oh mein. Warum sind die Steine auf dem Feld? Ja, die hat es beim Pflügen hochgezogen. Im nächsten Jahr. Also, wir haben ja hier auch ein Jahressystem. Würde ich sagen, wenn wir ein bisschen mehr Geld haben, dann leihen wir uns dann so Steinesammler. Dann was hast du hier unten gemacht? Da irgendwie alle weg. Du bist einfach nur hier runtergegangen, um hier unten zu sein, oder? Ja, richtig. Wieso geht's hier nicht weiter? Bitte was? Wieso geht's hier nicht weiter? Doch, du musst den Hocker wegmachen. Und wie mach ich den da weg? Den kannst du einfach greifen mit linker Maustaste, wenn da so eine Hand kommt, wenn du drauf ziehst. Häng fest. Kannst sämtliche Objekte angrabbeln. Aber ich müsste doch eigentlich so viel durch. Ah, geht doch.
Nee, weil oben. Okay. Wir spielen hier demnächst mal Verstecken. Oh, Pizmeat Verstecken. Ja, da muss man den Namen ausstellen. Es geht? Ja? Du hast doch auch die Premium-Konsolenbefehle, oder? Ja. Dann öffne mal die Konsole. Mit? Mit dem Soconflex. Neben der 1. Ja. Okay. Und jetzt? Warte. Dann kannst du noch nichts eingeben. Du musst dann nochmal die gleiche Taste drücken und dann hast du quasi so einen Kommandozeilen-Input. Liegt dann auch. Was? Und dann kannst du einfach sagen. Klein G. Klein ist. Bitte? Wo? Klein G ist. Ja. Ein großes H. Und dann kannst du einmal Tabulator-Taste drücken zur Vervollständigung. Ja. Und dann kommt GS Hard Visibility, oder? Ja. Dann machst du Enter. Und dann deaktivierst du das Hard. Ah, jetzt sind die Namen aus. Genau. Du hast deine Taschenlampe an. Drück einmal bitte F. Nö. So B. Jetzt ist das ganze hat aus, das ist ja ganz. Aber okay, für so ein Verstecken ist das natürlich gut. Ja. Und was dann kannst du halt wieder um in die Konsole. Du kannst mit Pfeiltaste hoch die letzten. Ich hab's schon wieder an. Ja, ich weiß, wie man eine Konsole bedient. Ja, aber warum schaltest du immer die Taschenlampe an? Die habe ich wieder angemacht. Das war Absicht. Die habe ich vorhin irgendwann schon angemacht. Die hatte ich die ganze Zeit an. Das macht mich kirre. So. Gestehen Sie! Kiri! Ha! Jetzt bin ich hier drin. Ja, ich würde sagen, du säst hier jetzt nach Raps. Das ist das Einzige, was man neben Gerste und Weizen noch säen kann. Vor dem Winter. Alles andere kann man dann erst ab Januar wieder säen. Also muss ich so lange, bis ich das Saat wählen. Wenn bis da dann oben steht Raps. Ja. Genau. Okay. Also Saat wählen, da steht jetzt Saat wählen in Klammern Raps. Das heißt ja, jetzt nicht, dass wenn Raps. Ich Z drücke, ich Raps auswähle, sondern das ist jetzt ausgewählt. Nein, dass du Raps hast. Das haben wir schon festgestellt. Das ist ein bisschen dumm, gell? Ja. Und was soll ich jetzt rappen? Das rappen? Feld. Also, wie geht das? Mit ganz V, auf. Ne? Ja, du musst die noch anschalten. Ich muss die erst senken, bevor ich sie anschalten kann. Nein. Doch. Musst du nicht. Jetzt seht ihr. Jetzt seht ihr. Fantastisch. Bin hellauf begeistert. Ich bin hell zu begeistert. Muss vielleicht noch dieses Ding anheben, wenn du nicht auf dem Feld bist. Nein! Sei froh, dass ich es ausgemacht habe. Das ist egal. Du kannst lieber, heb's lieber an und lass es laufen. Da, das passt schon. Wieso soll ich das anheben? Weil du sonst quasi alles säen würdest. Nee, ich hab's ja ausgemacht. Ja, nee. Aber da sind ja immer noch Zinken dran und so und die würden sich dann in den Boden reingraben. Hey, das ist nur ein Spiel, da passiert das nicht. Nenn die Folge mal bitte Moritz triggern. Nein, ich nenn die Folge, das ist nur ein Spiel. Ja. Wo ist denn jetzt hier die Spur, wo ich schon gesät habe? Hier. Das sieht man nicht gut.
Moritz, triggert es dich, dass ich sage, dass es nur ein Spiel ist und dass dieses, dass diese Ernsthaftigkeit hier teilweise nicht da ist? Nicht immer. Nicht immer. Ein kleines bisschen manchmal. Passt schon. Was? Das kriegen wir einfach keinen Ertrag. Ich fahre jetzt mit der Bolze doch über das andere. Es ist nur ein Spiel. Ha, 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 ha. Ich habe immer das Q gedrückt und das Ding abgekoppelt. Ja, das ist schlecht. Da dran. Ist wieder dran, alles gut. Wenn du jetzt gesehen hättest, wie ich das angekoppelt habe, hättest du wahrscheinlich wieder allzu viel gekriegt. Ach. Und womit? Mit Recht? Mit Recht. Also der sät aber nur da aus, wo noch nichts ist, oder was? Wo ein Feld ist. Achso, ja, und wo noch nicht gesät wurde. Okay. Was heißt da unten diese 0,7 Stunden? Das ist sind die Betriebsstunden von deinem Traktor. Und warum steht da eine Doppel-Null vorne? Die hat die Lizenz zum Töten. Weil... Das steht 007. Weil die Betriebsstunden von so einem Trecker natürlich halt auch eher in die... Ja, die können in die Zweistelligkeit gehen, das ist durchaus verständlich. Ist mir da alles schon angezeigt. Okay, ich glaube, uns bringt es jetzt tatsächlich nichts mehr, dieses andere Feld zu walzen. Weil nämlich, Tobi, das geht irgendwie nicht. Also wir halten fest, Mufi hat's verkackt. Was? Ich hab nichts sogar. Warum bringt es das nichts, das jetzt zu walzen? Ja, oder mein Menü aktualisiert sich nicht. Es aktualisiert sich einfach nicht. Wir haben gerade September 7.45 Uhr. Ja. Echt? Das ist cool. Also ich habe ja Januar 21.05 Uhr. Ah ja. Aber wenn der Tag rum ist, ist es Oktober, oder was? Genau. Nee, ein Tag am Monat. Okay, ja, also wenn wir schon wenn wir schon die Pflanztriebe sehen, können wir nicht mehr walzen. Das haben sie sogar tatsächlich realistisch gehalten. Ich bin ja fasziniert. Was passiert, wenn du dann trotzdem walzt? Nix. Das ist das, was ich gerade probiert habe. Also du machst nicht die Pflanzentriebe kaputt, sondern dann passiert nichts. Ich mach sie tatsächlich nicht kaputt. Das haben wir ungehörlos. Mann, diese Mist-Autospeicherung. Ich will doch hier gerade noch ein bisschen im Menü gucken. Ach, das ist Autospeicherung. Wir stehen hier gerade rum, es passiert nichts. Ja, das ist die Autospeicherung. Speichert die auch LKW? Nee, aber Traktoren. Nee. Meine Güte, wie lange dauert denn das? Das geht ja gar nicht. Und nun? So. Bitte bleiben Sie dran. Vielleicht auch gerade mein Spiel, kann auch sein. Es geht gleich weiter. Nö. Bitte bleiben Sie dran. Sie werden gleich verbunden. Sieht so aus, als würde es gut funktionieren hier. Das ist wie bei OMSI, du musst dem Ganzen Zeit geben. Nee, das ist übrigens der Punkt, wo ich in OMSI F8 drücke, um meine Aufnahme zu unterbrechen. Ah. Bis es weitergeht. Aber hier natürlich nicht, weil du das offensichtlich grandiose Gespräch gerade am Laufen halten willst. Richtig. Ha, es geht weiter! Ja.
Was bei Omsi nicht hilft, hilft beim Landwirtschaftssimulator einmal ins Bild klicken. Ich werde. Nee, das geht bei Omsi nicht. Wenn du bei Omsi einfach ins Bild klickst, dann stürzt dann das Omsi Ding ab. Ja, richtig, wird Omsi abstürzen. Das ist ja auch mega unhöflich, einfach ins Bild klicken, ihr Kritter. Tobi, ich glaube, das passt. Ja, okay. Was machst du denn da? Ich? Ich mein Nein, Bild. Tobi fährt kreuz und quer auf einmal mit der Sämaschine übers Feld. Mit der Sämaschine? Ja, er trifft da bestimmt auch was. Ja, aber er war ja schon fertig. Nee, ich wollte die Lücken noch zumachen. Ja, die Lücken macht er aber dann nicht. Du hast den Grubber mitgenommen. Du hast den Grubber mitgenommen. Ja, ich weiß. Mein Tobias. Ha! Ich pack einfach die Autos um. Hier stehe ich nicht im Weg. Was für Autos? Ist egal, ich stehe voll im Weg, aber das ist mir egal. Die Autos, die jetzt nicht mehr da sind. Was machst du da? Alzen. Warum? Weil wir das jetzt ja wieder anwalzen müssen. Weil das ja frisch gesät ist. Ja gut, aber jetzt malst du ja ein neues Muster hier drauf. Es ist egal. Walzen funktioniert so, dass du einfach nicht anhältst, sondern einfach nur hier drüber ballerst. Bei Walzen, okay. Dann müsste ich mal meinen Schwiegervater ins Spiel fragen. So. Komm, drop. Ach Mann. Oh. Was machst du denn? Ich versuche mitzufahren. Dark Souls Sorcerer mal wieder angefangen, der sich halt so, ich dachte, Sorcery. Du wolltest LS-Tutorials machen. Nein. Ach so. Das hatte ich jetzt gerade doch keinen Nerv zu. Mach ich mal die Tage. Ne? Nachdem ich wieder hier am Abbranden bin. Ach, das deswegen nicht. Ich habe nur so Simulatoren, die ich neu lernen muss. Da muss ich halt in der Mut sein, mir das halt durchzulesen. Und das auch dann mit Sinn und Verstand zu rezipieren, weil sonst bringt mir das ja nichts. Das ist richtig. Kein Verständnis. So, Tobias. Ja. Übrigens, ich habe noch was aktiviert. Du musst zum Anschalten von dem Traktor jetzt immer Enter drücken und dann auch wieder zum Ausschalten. Ja. Passiert jetzt nicht mehr von alleine. Das so, cool. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt eigentlich echt alles gemacht, was wir machen können. Wir haben drei Felder, alle drei Felder sind gesät. Alle zwei Felder, die wir noch walzen konnten, sind gewalzt. Ja, und jetzt? Gedüngt ist noch keins. Und wann habt ihr jetzt euer Eierstullen fertig? Das frage ich mich auch. Frage für einen Freund und für jemanden, der das noch Blattvideo gesehen hat. Was können wir jetzt als nächstes machen? Wir können noch düngen. Wir haben ja vier Wachstumsstufen oder sowas. Also ich sag mal so, wir sind bei einer Aufnahmezeit von 28,5 Minuten. Also es ist auch durchaus gerechtfertigt zu sagen, wir haben jetzt alles Spannende getan, lass uns die Folge beenden. Das nächstes Mal düngen. Auch. Das ist auch ein übelster Cliffhanger, weil jeder sehen will, wie Tobi aufs Feld. Naja, das ist ja auch nicht schlimm. So, und nächste Folge dann ohne Matthias Kommentar dabei. Hi. So, wir genießen den Ausblick über die Stadt. Ja. Das Dörfle. Alles klar. Das Dörfle. Und sehen uns in der nächsten Folge in Landwirtschaftssimulator wieder und vielleicht vorher bei irgendeinem anderen Spiel mal sehen, wie. Wir freuen uns drauf. Don't shit your pants, genau. Genau. Bis dahin. Aufs Feld. Schönen Tag noch und ciao. Ciao. Tschüss.